Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Türchen Nummer 15 von Swantjes Adventskalender. Und schaut euch mal bitte dieses Monster an. Ich bin ja ein bisschen überfordert und erschreckt, dass das ein großes Paket ist. Das sitzt hier auch auf so einer Pappe drauf. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Hier draußen sehe ich schon, hängt wieder so ein tolles Herzlein. Das schneide ich mir jetzt gleich mal ab. Es macht gar nichts, wenn das hier kaputt geht, weil ich sie ja wieder zusammenknoten kann. Beziehungsweise ich werde die eh für was anderes benutzen. Für ein Album oder so mal so vorne mit dran. Also das ist schon mal süß. Und oh mein Gott, das ist ein Riesenpaket. Ich möchte nichts kaputt machen, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist auch saumäßig schwer. Und es sitzt hier so richtig dort. Das ist, die Idee ist auch mal geil, das auf so eine Platte zu machen. Also das ist mal mega cool. Und ja. Wir machen zuerst den da auf. Hat sie wieder gut festgeklebt. Oh, es geht von unten schon auf. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Oh mein Gott, ja. Wir müssen uns erst, bevor du kaputt gehst, noch den tollen, das Tolle hier angucken. Schaut mal den Fritzen hier, der sieht aus wie ich. Der freut sich nämlich auch so. Ja, so könnt ihr mich vorstellen, wenn ich die Pakete gerade auspacke. Und dann hier der kleine Fritze, das ist Swantje, die dann zuguckt, wie ich mich freue. So geil. Hier haben wir wieder Glöcklein und Schneeflocke. Und hier ist Nummer 15. Und auch hier wieder eine tolle Cappuccino-Schleife. Oh, ich liebe deine Verpackungen, die sind so, so schön. Und ich würde sagen, da starten wir jetzt heute mal zuerst mit, weil das Paket hier macht mir Angst, das große. Das ist so irgendwie hart und auch hier oben aber weich. Vielleicht könnte Luftpolster sein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, wir schauen jetzt mal rein. Oh, das ist auch noch zugeklebt. Ja. Man sollte überall gucken, Steffi. Oh, wie cool. Da ist ein Hello Kitty-Ei drin. Es ist pink vor allem. Super Surprise. Da gucken wir jetzt rein. Das interessiert mich jetzt, was da drin ist. Das könnte eine Figur. Nein, mit Candy, mit Süßigkeiten. Keine Ahnung, wir machen das jetzt mal auf. So, wie kriege ich... Aha. Brachiale Gewalt wird an den Tag gelegt. Das Ei ist mega cool. Von der Farbe her. Das ist mega. Oh, da ist was drin. Wir haben hier einmal solche Zuckerteile. In lila und weiß. Und dann haben wir hier so ein... Seht ihr das? Kann ich jetzt hier nicht machen, gar nicht, oder? So ein Kreisel. Und dann sind auch noch hier so ein paar Hello Kitty Sticker drin. Total niedlich. Die Sticker sind süß. Ja. Werde ich mir natürlich aufheben. Finde ich so... Oh, guck mal, die ist total niedlich da drauf. Ja. Mal schauen. Werde ich mir auf jeden Fall auch aufheben. Ja. Total niedlich. Ich mag ja so Hello Kitty Gedöns, freue ich mich drüber. Dankeschön. Das ist wahrscheinlich so ein Zufallsprinzip, was man bekommt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Ei ist cool, das Pinke. Stelle ich jetzt auch mal mit dazu. Und dann gucken wir uns noch das Große hier an. Hoppala. Aber so ein Karton da drunter zu stecken, ist auch echt eine coole Idee. Das ist echt eine coole Idee. Auf sowas bin ich noch gar nicht gekommen. Und ja, es ist... Oh, das ist schon... Das ist ziemlich schwer. Oh ja, schaut, da ist Luftpolsterfolie. Was ist das denn? Du verwöhnst mich hier, das ist... Das ist ja schon wieder Wahnsinn. Oh, das ist nochmal... Oh, das ist noch zweimal eingepackt. Hier haben wir nochmal so... Denn da eingepackt, Swantje? Kein Wunder, dass es weich und hart war gleichzeitig. Das
das ist saumäßig schwer. Das ist richtig, das wiegt was. Das könnte ein Herz sein. Ich weiß es nicht. Bin gespannt. Da ist irgendwas drauf. Schauen wir mal. Oh, schaut mal. Oh, ist die toll. Nein, ist die schön. Das ist so eine Herzdose, die kann man hier öffnen. Oh, ist die toll. Oh, die ist richtig schön. Auch die Farbe ist mega. Oh, ist die toll. Oh, und da ist auch noch was. Oh, ich freue mich. Oh, ist das toll. Du bist so bescheuert, Swantje. Das ist mega. Oh mein Gott, die ist richtig, richtig schwer. Und die sieht doch mal mega aus, oder Leute? Das ist ja der Hammer. Boah, da ist noch so viel drinnen. Oha. Schauen wir uns natürlich jetzt alles gemeinsam in Ruhe an. Ich lege die jetzt mal so dahin. Oh, ich freue mich. Zuallererst hat sie mir Perlen eingepackt. Solche rosenen gestreiften und solche blauen gestreiften. Die rosenen sind, glaube ich, 8 mm und die hier sind 6 mm. Von jedem 2, 4, 6. 2, 4, 6. Genau, 6 Stück. Kann man schöne Anhänger mit verzieren. Vielen Dank. Ich mag solche Perlen. Perlen gehen ja sowieso immer. Dann hat sie mir solche ganz niedlichen Capuchon-Pilze reingetan. Die habe ich auch noch nicht. Die sind total süß. Guckt mal. Oh, die blauen. Die sind total toll. Die gucken so niedlich. Oh, vielen lieben Dank. Ich mag ja so Capuchon-Sachen. Dann hat sie mir hier, oh cool, so Dustplugs und ein Capuchon reingepackt. Die holen wir jetzt mal raus, dass wir uns die besser angucken können. Hier haben wir ein Eis, beziehungsweise, oh das ist ja auch cool. So ein Eis hatte ich mal, ich weiß nur nicht, wo es hin ist, da hatte ich mal so ein braunes gehabt mit so weißer Füllung. Ist aber schon ewig her, ich glaube 3 Jahre hat das schon ungefähr, dass ich sowas nicht mehr habe. Auf jeden Fall mega, mega schön. Schaut mal hier, das ist total toll. Vielen, vielen Dank. Genauso wie das hier, das ist auch, das habe ich sonst noch gar nicht gesehen. Passt zu meiner pinken Handyhülle. Definitiv cool. Dann haben wir hier, oh, das ist ja auch mal geil. Ich glaube, das hast du in deinem Haul gezeigt, kann das sein? Das sind so Dustplugs. Auch fürs Handy mit so Glöckchen. Und da kann, und da ist hier oben so ein Capuchon-Schmetterling dran. Wie geil ist das denn bitte? So eine Kugel und da ist ein Schmetterling drin. Oh, wie niedlich. Auch von beiden Seiten. Das ist richtig, richtig toll gemacht. Oh, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich tierisch drüber. Die sind echt schön. Oh, ist das toll. Und dann der Oberburner. Schaut euch das mal an. Sie hat mir von Doreen Beads. Die gibt es bei Doreen Beads. Das ist ein Polymer Clay Rainbow. Und das ist ja mal Mulder Hammer. Guckt euch das mal bitte an. Das machen die anscheinend dann selber, sitzen sie wahrscheinlich da und formulieren das oder irgendeine Firma formuliert das, das muss man sich mal vorstellen. Das ist mega, mega schön. Ich hole das jetzt mal raus. Ich habe Angst, es kaputt zu machen. Oh, das ist richtig toll. Ist auch ganz, ganz weich. Oh Gott, ich habe Angst, kaputt zu machen. Das ist richtig, richtig toll. Vielen, vielen Dank. Das werde ich mir an meine, also werde ich mir eine Kette hinmachen, dann werde ich so ein kleines Kettchen, dann werde ich mir das an meine Zimmerwand hängen. Weil ich finde das richtig niedlich. Oh, die sind so teuer bei Doreen Beads. Da kosten, glaube ich, 10 Stück schon fast 5 Euro. Also wirklich, ja gut, aber die sind auch wirklich schön, ne? Da kann man nichts sagen dazu. Also der Hammer, wirklich. Ihr Lieben, das war Päckchen Nummer 15. Ich bin wieder sprachlos. Das ist wieder völlig auf den Punkt getroffen. Und ich freue mich einfach, ihr Lieben. Also das ist der Wahnsinn. An dich, liebes Swantje, hier ganz, ganz dickes Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei diesem Video. Morgen sehen wir uns dann zum 16. Dezember. Boah, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Das ist der Oberkracher. Ja, und dann sehen wir uns morgen zum 16. Dezember. Und bis dahin, ihr Lieben. Tschüdelü.